Hallo, ich bin Angela Müller-Gianetti von Eucrea und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Workshop Wellenlängen. Wellenlängen ist ein Projekt von Eucrea e.V. in Kooperation mit der Hochschule für Bildende Künste. An diesem Projekt, das insgesamt über 4 Wochen an jeweils 2 Terminen, also über 8 Termine in der Hochschule für Bildende Künste stattgefunden hat, haben behinderte Künstler aus verschiedenen Hamburger Ateliers, die innerhalb der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen angesiedelt sind, und Studierende der Grundklasse der Hochschule für Bildende Künste teilgenommen. Mein Name ist Julia Lohmann, ich bin die Professorin der Grundklasse Design an der HFBK Hamburg. Hallo, ich bin Gero Grundmann, ich bin ein Designer. Ich beschäftige mich viel mit den Themen Design und Inklusion, also soziale Design-Themen. My name is Florisano and I'm a designer. I work in the area of product design, design research and also a bit of service design. And I'm really interested in the process. How do you bring people together and how can you co-create together and design together? Und uns ging es darum, eine künstlerische Kooperation, einen inklusiven Prozess zu erproben, in dem Künstler auf Augenhöhe zusammenkommen. Die Dynamik war auch eine ganz andere. Also es haben sich Kollaborationen ergeben, aber die Kollaborationen waren vorher nicht geplant. Wir haben nicht gesagt, wir machen Paare aus Designern, die zusammenarbeiten, sondern es ging eigentlich darum, dass jeder seiner Inspiration folgen konnte und gucken konnte, was dabei rauskommt. Ausgangspunkt für die Workshops war ein gemeinsam gesetztes Thema. Das Thema hieß Licht, beziehungsweise nicht im klassischen Sinne Lampe, sondern der Umgang mit Licht. Nicht nur Licht, sondern auch Schatten, Wellenlängen, was passiert, was passiert, wenn man lichtsensitive Drucke macht, wenn man Lampen baut und so weiter. Ausgangspunkt war außerdem das Material, das heißt, wir haben mit der Remida zusammengearbeitet, dem Kreativ Recycling Zentrum in Hamburg, die Abfälle bzw. Abfallprodukte sammeln, die innerhalb der Hamburger Industrie anfallen. Und dieses Recyclingmaterial bildete den kreativen Ausgangspunkt für die gemeinsame Entwicklung von entsprechenden von Leuchtobjekten. Ja, wir sind hier zu diesem Workshop eingeladen worden. Wir sind vom Atelier Freistil in Harburg. Das ist eine Künstlergruppe für behinderte Menschen. Ich selber bin auch einer von den Künstlern. Und wir haben bei der Remida quasi diese Flaschen hier mitgebracht. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert, daraus eine Lampe zu machen. Ich bin ganz gespannt, mit den ganzen Studenten hier mir Einflüsse zu holen und so. Ja, hi, ich bin Laura und ich finde den Workshop eine ganz tolle Idee, weil man A, viele interessante Leute kennenlernt und B, die Möglichkeit hat, an diese verschiedenen lustigen Materialien zu kommen, mit denen man unter anderem zum Beispiel sowas hier basteln kann. Und genau, wir haben uns erstmal von diesen ganzen Materialien inspirieren lassen und jetzt zusammen oder einzeln angefangen, unsere Projekte zu starten. Ich habe hier gebastelt. Ich bastel gern. Eine Deckellampe. Eine Lampe. Ja, ich heiße Markus Klein. Ich arbeite eigentlich in dem Atelier Freistil. Und normalerweise mache ich eigentlich Bilder mit Aquarell oder mit Acryl. Aber hier in diesem Workshop habe ich versucht, eine Lampe umzusetzen. Das wird nachher verbunden und ist noch nicht ganz fertig, aber auf jeden Fall kommen da nachher LEDs rein. Und dadurch, dass es schwarz und zu ist sozusagen, leuchten diese verschiedenen Punkte. Okay. Also ich mache mein FSJ im Atelier Freistil und ich habe einen unserer Künstler hierher begleitet und dann mit ihm ein Projekt gemacht. Und zwar haben wir so Nivea-Gläser gehabt und daraus jetzt so Lichtobjekte gebaut, die immer, wenn man sie auf so eine Metallplatte, Tablett legt, fangen die an zu leuchten. Und man nimmt sie halt wieder runter und da ist so eine Spielerei entstanden.
Und Barne, der zeichnet, also unser Künstler zeichnet so Muster, die jetzt da zur Geltung kommen. Ich finde Workshop echt schön. Und ich würde mir auch gut freuen, meine Bilder, die ich mir zeigen durfte. Und was ich zum Malen. Da wird Licht daran gemacht und dann wird es schön gezeigt. Ja, also wir haben angefangen, so leere Shampoo-Flaschen aufzublasen. Wir haben die erhitzt und dann also am Anfang mit dem Föhn und dann mit einem Rohr aufgeblasen, mit dem Mund. Und das dann ein bisschen professionalisiert, im Ofen erhitzt und mit Druckluft aufgeblasen. Und wir hoffen uns dadurch, dass das irgendwie einen Effekt hat, wenn man damit Licht ein bisschen experimentiert. Im Endeffekt. Und da haben wir einige Versuche gemacht, mit der Struktur gespielt und versucht, das in Formen zu blasen und so. Ja. Und mal gucken, was draus wird. Ist noch sehr offen. Hallo, mein Name ist Karl-Heinz Maukel. Ich bin bei den Elbe-Werkstätten beschäftigt und arbeite seit 3 Jahren in Atelier der Villa. Und ich bin jetzt hier an der HFBK, Wartenau 15, und mache den Kurs mit Wellenlänge. What was good, I think, was that this fact that they can inspire each other really worked for some people in terms of inspiration and kind of two people walking alongside each other and getting inspired. Ja, auf jeden Fall spannend. So, man kann einfach mal irgendwie was tun ohne großes Konzept. Einfach drauf losarbeiten. Und es ist auch spannend zu sehen, was die anderen machen und sich von denen irgendwie ein bisschen inspirieren zu lassen. Das ist schon erstaunlich zu sehen, wie die Studenten das, wie die da rangehen und was für eine Ahnung die auch haben teilweise. Und ja, ich versuche halt mein Bestes, dass es auch einigermaßen gut aussieht. Und ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung gewesen, hier dabei zu sein. Es war ja cool, dass man so 3 Parteien hatte, die behinderten Künstler und die Leute von Eukrea und die Leute von der Hochschule und dann auch noch die Studenten, die eigentlich auch gar nichts so vorher mit uns zu tun hatten und dann aber auch dazugekommen sind, wo dann ja auch zum Teil so richtig coole Partnerschaften entstanden sind, in dem Leute irgendwie zusammen was gemacht haben oder was Ähnliches gemacht haben. Das bringt Spaß, weil ich noch nie hier war. Das ist jetzt sehr gut. Alles in nett. Der Workshop gefällt mir sehr gut, weil es ein richtiger Kreativpool ist und man eben halt einfach auf sehr viele Ideen kommt und so weiter. Nicht jede davon ist gut, aber im Endeffekt ist es eigentlich sehr schön, hier zu sein. Ich finde diese Studenten echt gut und ich finde es auch hier viel schöner. Ich finde den Workshop unglaublich gut, angenehm und auch die künstlerische Begleitung und von Julia Lohmann auch, von euch auch und so. Und für mich gerade genau das Richtige auch. So auch dieser bisschen die Einführung in Lichttechnik und so, LED und so, finde ich sehr inspirierend und so. Und nehme viele Gedanken auch und Ideen mit. Und ich finde das auch beeindruckend, wie die Räume hier sind, wie die Kunststudenten und Kunststudentinnen sich hier austoben können und so. Also ich könnte hier auch ein paar Wochen bleiben. Since from this side with the bottle, I think everyone could really at different level could find some values in participating in the workshop. That's really what I liked. Andere Sachen und ich glaube es war einfach ganz schön zu sehen, wie so diesen Austausch zwischen ja, Studierenden und Werkstattmitarbeitern, die eine ganz unterschiedliche Weltsicht haben. Und ganz unterschiedliche Fähigkeiten und hat sehr viel Spaß gemacht. Okay, so what I really like is because I really had the impression that everyone could get something out of the workshop, like so for instance Katharina last night was saying how happy she was to have taken part and how and she's
when I ask her regularly, are you happy with what you've done? And she's always so, seems generally very happy about that. So that's really good, for instance. Was aber rauskommt. Und ja, wie bei jedem Workshop war die Zeit viel zu kurz natürlich, aber wir haben versucht, so viel wie möglich in der kurzen Zeit zu realisieren. Aber von vorne. Die aus den Workshops entwickelten Arbeiten werden in einer Ausstellung zusammengefasst und Ende September in Hamburg im Rahmen der Fachtagung Kunst und Inklusion in der Kühne Logistik Universität gezeigt werden.